Moin Leute, Samstag, der 3.12. Hier ist wieder der Beweis. Zack, bin ich gerade wieder in der Hitzung gesagt, jetzt bei dem Wetter jetzt, wo heute war, jetzt minus 2 Grad, immer am Tag feuern. Plus dann immer nachlegen noch. So 30-50% vom Brennraum nochmal füllen. Also einen vollen und dann das ist nachlegen. So, jetzt immer die Woche ist und dann. Kiste füllen angesagt, ich habe jetzt gerade das angefeuert eben. Die paar restlichen Holz habe ich jetzt dorthin gelegt, das brauche ich schon auf alle Fälle dann. Ja, jetzt ist es kurz nach 10, 5 Stunden brennt ungefähr. Innenladung, also um 3 herum wahrscheinlich heute Nachmittag nochmal ein bisschen Mist reinhauen, was jetzt dort liegt, der Richtung. Und dann kommen wir wieder bis morgen hin. Ich habe gerade jetzt noch gekehrt hier. Das ist immer Kern, jetzt fahre ich die Palette weg, kann ich nochmal Kern. Aber das können wir eigentlich jetzt mal zusammen machen, dann müssen wir eben eine neue Palette holen. Ich tue euch mal hier ein bisschen, ob ihr da was erkennt. So. Ja. War ja, wo ich habe das jetzt schon mal gezeigt gehabt. Das Füllen. Ich überlege gerade wann. Ich glaube, vorletzte Woche war das, wo mich das gezeigt hätte. War immer geschrieben, dass es zu umständlich wäre. Wie gesagt, ich fand das so die Woche an die Kut mit der Kiste reinfahren. Ich kenne viele, die müssen immer Schuttkarre das Holz noch reinfahren. Oder so. Also von daher, wir fahren das ja bis hier davor draußen hinten mit dem Hoflader, mit dem Schäfer. Und dann klar, ist es ein bisschen anstrengend. Die fliegt mir von alleine rein, die Kiste. Aber also, ich finde das System so, für mich finde ich das gut. Ist okay mit den Kisten. So. Klar wäre es einfacher, wenn du die Kiste komplett reinsetzt mit dem Schäfer, aber gesagt, alles geht nur mal. Jetzt kehre ich das hier noch zusammen auf den Haufen, das fliegt dann alles mit in den Ofen rein. Jetzt hole ich mir erstmal einen Schäfer und dann tun wir erstmal die rausfahren. Theoretisch hat der Vater gestern an die Hänger drüben noch gerückt was. Habe ich ja drüben über der Straße auch noch ein paar Kistchen, das machen wir die jetzt wegmachen, dass wir, wenn wir Holz machen, wieder Kisten frei sind und muss kleine Kisten oder was hauen können. Also ist der Gedanke jetzt. Mal sehen. Ja. So Leute, wie gesagt, die Kisten habe ich ja hier stehen. Hier sind ja schon ein paar leere. Aber wie gesagt, der Zielplan ist erstmal, muss so bald eine Blechplatte drauf gebunden. Wie gesagt, das ist nicht gar so, wenn es mal ein bisschen nass regnet, das passiert nicht. Aber das Grobe eben, und so, da hören wir jetzt erstmal nach und nach. Bei ein paar Kisten so sind die Bretter abgegangen, die müsste mal nachschrauben. Die Schrauben waren wahrscheinlich irgendwie nicht, haben irgendwie nicht gedurft, die sind alle irgendwie gebrochen. Ich habe jetzt nochmal neue andere genommen, die bis jetzt halten sind, mal sehen. Ich sage, jetzt muss ich erstmal die Platte runternehmen. Und dann werden wir mal hier, ich denke gleich die drei, wie sie sind, rüberholen. Werde ich gleich die Platte dann noch rüberholen. Ja, ich habe noch drüben drei Kisten stehen. Dann baue ich die hier gleich erstmal mit hin. Hier an den Rand noch hin. Ja, mal gucken, oder durch die drüben irgendwo hin. Auf jeden Fall wäre wahrscheinlich, wenn wir die gar nicht erst wieder vorstellen wieder, dann räume ich die wieder weg. Na, mal gucken. Ich nehme jetzt erstmal die Platte runter und dann geht's weiter. So, sagt die erste Palette drin. Habe ich jetzt nicht gefilmt, habt ihr schon gesehen jetzt. Jetzt wie gesagt bloß auf den Wagen hier eingeschoben. Geht. Ich schaff's da alleine, ohne Probleme. Der macht sein Ding, gut. Das klappt. So, und jetzt kann ich eben noch ein bisschen umtransferieren. Ich hole gleich noch zwei rüber. Zwei Paletten und ich habe da zwei leere und eins mit Ästenzeug. Das tue ich jetzt erstmal irgendwie heransetzen, die Sache. Und holen wir die zwei Paletten noch rüber, die anderen. Holen wir die Dachplatte gleich noch rüber und halt die Dachplatte noch drauf. Dass das nicht nass pieselt wieder. Und da ist das gleich wieder schick und da habe ich jetzt für 3 Wochen Holz da. Müsste ich bis Weihnachten kommen, theoretisch sogar. Brauchst bloß eben in der Woche eben die Palette schnell mal wechseln. Wenn die hier da steht, ist das ja gar kein Problem. Das dauert 5 Minuten, die Palette wechseln. Und bist wesentlich schneller mit der Variante, als wie gesagt, wenn du mit der Schubkarre irgendwie reinkeulern musst. Klar, entspannter wäre es noch, wenn du es mit dem Schäfer bis hinstellen kannst, aber war aus baldischen Gegebenheiten nicht anders lösbar. Ich wollte es ja erst ursprünglich vor den Schweinestall machen, da wäre es wahrscheinlich auch nicht besser geworden. Hätte es wahrscheinlich
von außen mit der Palettengabel reinsetzen können, hätte ich von außen eine Türe gemacht wahrscheinlich. Zum Raum, Heizraum, hättest du aber wahrscheinlich trotzdem auf eine Rollpalette setzen müssen, dann noch Stücke wie vorne oder so, denke ich mal. Also wie gesagt, ich finde die Variante, bin ich da sehr zufrieden damit. Genau. So, fertig. So, da habe ich Palette drauf gemacht. Da steht das ja schon mal gut. Da habe ich Vorrat da. Da passt das. Und da, auch da ist das eine schnelle Sache. Wenn das Kreuz, oh, was ist, eine halbe Stunde, wenn es hochkommt, ist machbar. Wie gesagt, ist kein Problem. Schauen wir mal. Genau. Ja, richtig warm wird es heute noch nicht. Aber naja, wir haben Winter. Nun mal ran. Ich hatte erst überlegt, heute habe ich noch. Hat ja letztes Mal schon gesagt, wenn man so eine große Bubble noch, die mal weg muss, ob ich die heute schon mal umlege. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute alles schaffe. Und dann, wie gesagt, erstmal nächste Woche bin ich dann wieder mit Fenster machen. Und dann klingt es aber nächste Woche erstmal Regen und Plusgrad. Und dann wird Bubble. Und wenn ich da wirklich noch mal hin muss, da würde ich lieber noch mal frisches Wetter, Winterwetter, dass man richtig durchfriert. Jetzt ist es auch unter noch ziemlich babsch. Mal schauen. So Leute, ist gleich um 3 jetzt. Wie gesagt, jetzt Heizung nachlegen. Heute Vormittag war ich erst noch, habe ich mit dann, das war noch eine knappe Stunde nachdem ich das Holz gemacht hatte, habe ich hier, nicht wo leck gerade, wo mehr, ich habe heute Vormittag erst noch Video geschnitten schon. Für gestern das Video, muss ich überlegen. Für gestern das Video, also ihr habt es gestern gesehen, was heute am Samstag kommt. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit mit den Kindern verbracht. Und Nachmittag war ich jetzt mit dem Schäfer bei einem Dorf noch Schafstall misten. Und so, jetzt bin ich heim und jetzt gucke ich gerade eben. Jetzt kann ich erst mal aufmachen. So, nämlich gleich erledigt. Dann nehme ich jetzt noch nachlegen. Ich hätte überlegt, den Nachmittag, weil es eigentlich ein bisschen schöner werden soll. Also, was heißt schöner, aber ein bisschen wärmer werden sollte. Jetzt will gerade, ob ich noch den Schäfer mal wasche, weil halt der immer höchste Zeit ist wieder. Aber. Nee, das tue ich mir heute verkneifen. Ich habe gerade noch einen Schärfer abgeschmiert, das habe ich gerade noch gemacht jetzt. Und da ist dann gut heute. Ich gehe jetzt wieder rein, es ist halt ekelhaft draußen. Ich mache ein bisschen Büroarbeit. Ja, ein bisschen was können wir noch, 30% hat er gesagt. Nehmen wir. Sollen wir nachlegen. Da berechnet das ja immer ein bisschen für den Computer. Und schlägt dir das vor, was du machen sollst. Oder von der Menge her. Ich muss mal gucken, dass noch ein bisschen das Brettelzeug hier nur noch mit reinhauen. So. Und gut. Zack, bestätigen. Herbsttüren schließen. Gut, ich habe ja so mein immer. Ein Kleinzeug, wo ich mir das zum Anzünden immer nehme. Das tue ich mir gleich raus zur Tür. Genau, Leute, wie gesagt, da. War's das für heute? Das Video kommt ja Sonntag. Ja genau, Sonntag nehme ich morgen auch noch was auf für euch. Muss ich ja. Dass ich dann für nächste Woche meinen Tagbuffer wieder nutzen kann, wenn ich Fenster einbaue, wenn es wirklich nicht wird. Mal sehen. Dann besten Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis morgen.